Ja, lass doch meckern. Das sind halt Eltern. Ne, die wollen, dass ich jetzt schlafen gehe. Habe ich auch keine Lust zu. Was? 22 Uhr? Tag ist noch jung. Eik, sonst sind wir auch um die Zeit schon zu Ende. Ja, gut. Aber heute irgendwie, mir geht's halt von meinem Gesundheitsstatus her wieder ein bisschen besser, deswegen. Das kommen wir ja vielleicht 15 nach oder so auf, mal schauen. Bis dahin kriegst du, glaube ich, noch überredet. Ja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dann ohne dich weitermachen, Justin. Zeittechnisch geht dir ja nichts verloren in dem Sinne. Nein, dein Haus ist nur seit 5 Folgen schon fertig, meinst nicht? Ja, weil ich mich halt komplett damit beschäftigt habe. Obwohl man muss dazu sagen, man merkt deutlich, dass Ike, oder was heißt deutlich, man merkt aber, dass Ike mehr Spielzeit als wir alle hat. Warum? Wenn man sieht, was du gemacht hast. Für dich, für die Allgemeinheit. Ach ja, gut, das bisschen. Haben wir noch anderes Holz außer Birke und Eiche? Fichte. Ich hab in mein... Oh, ne. Er hat nicht geschlafen. Ja, jetzt müssen wir schlafen. Bei mir ist es auch die dritte Nacht. Bei Justin auch. TL2 hat kein Bett. Kann ich ihn bauen? Ich hab ein Bett. Ich nutze es schon. Okay, ich laufe. Ja, ich kann nicht, weil irgendeine fucking Spinne ist, ey. Die zählt, weil die ganze Zeit unter meinem Haus bauen will. Nee, unter deiner Treppe. Wow, ich hab nur noch 4 Herzen. Wow, nein, Phantome. Ich liege. Ja, Moment. Guten Tag, könnt wieder auf. Nice. Oh, um Gottes Willen, ey. Wie viel wuchelig ist bloß was? Mittlere Kiste. Sind 6 Menge. Mittlere Kiste. Ah, das ist die mittlere Kiste. Eins, zwei. Ach, scheiß drauf, so. Aktuell 28, also noch 2 kriegt man hin. Eins, zwei. Miep. So. Beschütze mich da. Was? Wie wo? Vor was denn? Vom Skelett, ich habe nur noch 2 Herzen. Ernsthaft? Ja. Wegen dem Skelett geht's doch weiter. Also ich wollte jetzt nicht riskieren, dass ich sterbe, deswegen. Aber stimmt, eigentlich könnten wir alle und die Mobs jetzt zu Dark locken. Er ist ja voll dir. Ja, ja. Du weißt selbst, dass das nichts zu sagen hat. Das hat er aber verdient. Du bist voll dir. Daku, ich werde jetzt noch so richtig hart damit auf den Sack gehen. Und du weißt, wenn ich mir was vorgenommen habe, ich mache das. Ja, ich weiß, aber ich verstehe es teilweise nicht, weil... 2,5 Herzen Abzug, willst du mich verarschen? Von was? Von einem Pfeil. Da hat ein Skelett auf mich geschossen. So, Daku hat jetzt eine vernünftige Treppe in Richtung seines Hauses bekommen. Wurde ja mal Zeit. Daku, komm, ja. Wir tauschen. Ich gebe dir einen besseren Helm als dein, okay? Mein Leder, den ich offen habe. Du kriegst den und ich krieg deinen. Ja, war klar, dass das meiner ist. Ja, der bleibt ja so, genau. Den Weg kannst du gerne noch verschönern. Nee, ich meine hier wegen dem Tunnel. Mit der Bahn zum Villager-Dorf.
das Häusel so bleibt. Also der Sand ist... Der Dreckhaufen, meine Fresse, was ist denn los mit mir heute? Kann man das irgendwie auch ausstellen, dass wenn man über den Evelator läuft, einfach so, dass man dann hochgeboostet wird? Nee. Das leider nicht. Schade. Hey, man, du wirst ja nur hochgeboostet, wenn du springst. Nee, wenn du rüberläufst. Nein, wenn du springst. Wenn du springst. Nein, ich glaub... Justin, du wirst nur hochgeboostet, wenn du springst. Ah! Okay. Wenn ich, genau, wenn ich auf dem Bett zugehe, dann werde ich, hochgeboostet. Warte. Hochgesteuert. Hä? Hast du deine Redstone-Konstruktion drunter gebaut? Nein. Wer hat bitte Bäume auf einer abgeholzten Fläche gesetzt? Nö. Wir sollen die nachpflanzen. Also Justin? Hier, guck, Ike, ich springe nicht. Hast du irgendwas umgestellt? Hä? Hey, ich springe nicht. Komm mal runter. Guck mal, ich laufe ganz normal zu. Passiert, ich seh's, aber guck mal. Gar nichts. Nur... Ja, aber ja, guck mal, Ike, du siehst, ich mach nix. Ich hab nur meine Finger auf dem WE-Taste. Versuch's nochmal. Nein. Hast du Auto-Jump an? Denn wenn ja, liegt's, ja, dann liegt's daran. Wir spielen bitte schon mit Auto-Jump. Justin. Also, wo war das? In Safetech haben wir auch mit Auto-Jump gespielt. Weil wir konnten es nicht ausstellen. Das ist aber meiner Meinung nach ein Auto-Jump, sondern ein Step-Assist. Das war was anderes, aber trotzdem. War aber geil in dem Modpack, muss ich sagen. Hallo? Ja, ja. Okay. Ich kann nur mit Auto-Jump spielen, habe ich mir so angewöhnt. Ich kann nicht mehr ohne. Ja, jeder wie er es braucht, also... Ich zum Beispiel brauch's nicht. Ich könnte gar kann nicht. Mich würde das verrückt machen, immer wenn ich springe und es nicht will. Ich muss da die Kontrolle drüber haben. Zwei hier noch. Darko, ich bräuchte... Warum brauche ich? Doch, ich brauche zwei Bücher. Was? Damit es einheitlich und schön aussieht. Ich bin zwar jetzt schon auf Verzauberungslevel 28. Ich will aber, dass es schnieke aussieht. Kannst du dir selbst aussehen oder muss ich laufen? Ich bewege mich schon. Die sind oben bei mir in der Kiste, in der einzelnen. Ich bewege mich schon. Ich glaube, ich habe nicht mal wirklich viele. Ich hatte ja über 20 verloren durch den blatten Tod. Ja. Oh, hier ist ein Trading Villager. Hallo. Oh, was Slimeballs. Was tradet der? Slimeballs, Brown Dye, Bucket. Überhaupt? Bei CO2 seinem Haus hoch die Treppe und direkt dahinter steht der Dulli. Slimeballs. Brauche ich für Sticky. Für Sticky Pisten bräuchten wir die. Ich komme nicht mehr auf deinen Server. Was? Warum? Da steht immer eine Fehlermeldung. Verbindung auf fehlgeschlagen. Habe ich schon. Hast du alles? Ah, ich weiß warum. Ich gehe von aus, dass Minecraft die kleine Kiste das LAN-Kabel bevorzugt. Ja, also deine Internetverbindung ist gerade auch scheiße. Ja, und scheiße. Ich habe gerade meine Pflanzen runtergeschmissen. Und zwar... Wie viele brauchst du denn? Ich habe schon. Und jetzt aber über die... Ich habe nur mal deine Kiste reingelunzt, was du da so alles drin hast. Nee, ich meine, wie viel Slimeballs du brauchst. Ach, Slimeballs, wie viel braucht Justin für das Tor? Ich denke mal, er wird mit Sticky Pistons arbeiten. Ich sag nur so, ich konnte nur 3 kaufen. Mehr habe ich nicht. Ich habe auch noch Emeralds bei mir. Doch, ich brauche, wenn es ein 3x3 Tor wird, brauche ich mindestens 6 Slimeballs. Ach, du hast das Bild noch nicht gesehen. Nein. So wie ich es mir jetzt gerade denke. Ja, haben wir nicht. Wir müssen ja sowieso noch auf die Suche gehen. Wir brauchen definitiv ein Mesa-Biom. Wir brauchen noch einiges. Wir, ha-
Wir hatten den Sumpf auf unserer Erkundungstour eigentlich, da wollten wir nicht reingehen. Naja, dann wissen wir doch, wo einer ist, dann müssen wir dort mal hingehen für eine Runde farmen. Das ist ja nicht das Problem. Ne, Ike? Hm? Ich bin ja jetzt übers Handy da, weil mein Internet um 22 Uhr ausgeht. Ja. Ich kann ja, ich habe ja Überbrückung und Minecraft wollte immer über das LAN-Kabel noch rein, weil es angesteckt war. Weil das ja, Internet gut. Gesperrt. Weißt du? Das müsste eigentlich gut weil aussehen. LAN-Kabel ist ja immer besser als alles andere. Genau. Ich sag LAN-Kabel und Alexa reagiert. Was möchtest du als nächstes abspielen, Kai? Ach ja, das Problem hatten ich und Darko auch, dass die Alte einfach mal so losging bei mir. Das war mal lustig. Hat man Knochen oder Bone Meal für mich? Ich hab Knochen für dich. Kannst du dir einfach aus der Kiste bei mir nehmen. Welches ist dein Haus? Das, was noch nicht fertig ist und neben Ikes Haus steht. Tolle Angabe, wo soll er wissen, welches Ikes Haus ist? Das, was fertig ist. Ikes Haus ist das Theorie, genau, das Ikes Haus ist das Fertige, was nicht auf dem Berg steht. Der Darko Science Day, das kann man auch nie als fertig bezeichnen. Dann hol ich mir mal eben Bone Meal. Da liegen Knochen drin. Den Knochen kannst du dir einfach rausnehmen. Ah. Ich hab immer ein paar rausgenommen, ich glaube 80 Bone Meal reichen. Aber da wäre ja selbst das geheime Modpack, was jetzt noch geheim ist, was ich auch auf YouTube bringen will, noch was für CO2. Was ist denn für eins? Ich will das jetzt in der Aufnahme nicht nennen, denn... Wir sind schon in der Aufnahme? Ja, schon seit 11 Minuten. Das ist nicht aufgefallen. Denn... Ich sag nur, seh das doch hier einfach als Test an, Ike. Stimmt, weil dort müssen wir sowieso als Team arbeiten, ne? Und da kommt ganz viel schwere Technik vor. Wo? Echt jetzt? Du hast das jetzt alles in Potzeln verwandelt? Aus Versehen. hinter Ikes Haus und weiter geradeaus ist ein ganzer Wald. Okay, wenn man Shift drückt, komplett wie hat er den denn abgebaut? Weinmeiner ist drauf. Ja, aber Ike, guck mal. Ich sehe es. Was ist? Was ist? Ich musste zu CO2 und Darko vorgehen, zum Haus. Das, aber, das hat irgendwas dazwischen jetzt anderes Holz setzen. Sieht bestimmt geil aus. Was fehlt da jetzt? Ich kann leider gerade nicht schlafen, weil ich das Lichtverhältnis gerade ein bisschen brauche. Vorhin haben zwei Mann geschlafen, das heißt, es dürften eigentlich keine mehr auftauchen, oder? Ist doch pro Spieler doch. Ja, aber wir haben alle geschlafen. Nee, ich nicht, ich musste ja disconnecten. Ach scheiße. CO2 hat doch auch nicht geschlafen. Mit CO2 ist ja auch nicht immer eine, das ist seine zweite Nacht hier überhaupt auf dem Server. Ja, und eigentlich müsste jetzt, glaube ich, die dritte sein. Vierte. Ist es schlimm, dass hier vorne Popsoil ist? Nö. Bitte wieder abbauen. Ach, warum macht dort ein Schweingehege hin? Das sieht aus wie Schlamm für die Schweine. Da ist ein Durchgang. Ja, im Notfall, man kann es mit Silk Touch abbauen und dann Dings, ein Schweinegehege. Ja, wir haben eigentlich schon ein Schweinegehege. Das hat so ein gelbes, komisches Etwas auf dem Haus. Also jemand eine Silk Touch-Spitzhacke? Ich würde es dann da eben hinbuxieren. Silk Touch-Schaufel hat noch keiner. Wir haben ja alles verloren gehabt, ich und Darko. Warum wohl? Schau einfach die Folge, die in 2 Jahren rauskommt. Nee, es kommen ja alle drei Tage eine Folge. Ja, wenn man da drauf wartet, dann ist das aber gefühlt jetzt Ewigkeit, weißt du? Wir wollen also nicht übertreiben, Justin. Übertreiben habe ich in meiner Klasse gelernt. Als Klassensprecher. Ach, scheiße. Ike? Ja? Echt, da müssen wir echt noch wieder dran gewöhnen. Was brauchst du denn da Geiles? Sieht ein bisschen witzig aus. Hä? Dein Hütchen, was du da baust. Ja, da ist der Verzauberungstisch drinne.
Ich weiß, es tut Ort. Ernsthaft, Justin, du hast schon 10 Tote? Ach, ich hab doch gesagt, ich mach den Rennen wahrscheinlich. Wenn du Shift drückst, da ist ein Death-Counter. Wir wollen mal gucken, wer wie viel Tode am Ende hat. War meine Idee, dass das geht und Darko wollte es unbedingt. Im Endeffekt wahrscheinlich eine schlechte Idee, weil ich wahrscheinlich am meisten Tode haben werde. Außerdem, wenn dann überhaupt der Durchschnitt CO2. Also das ist jetzt nur so just for fun mit da drin, genau. Weil der Server ja auch auf hart läuft. Wenn man dafür Belohnungen geben würde, dann würde man den Durchschnitt der Spielzeit und die Tode beziehen. Okay, wie viel Schaden macht eine Spinne? Ja, hier ist unterschiedlich. Hier ist ein Level-System drauf, ein Plugin für Mob-Levels. Das geht von Level 1 bis 10. Pro Level kriegen die Mobs 0,8 Attack Damage mehr und 0,5 Leben mehr. Also, je höher das Level der Mobs, umso stärker und umso mehr halten sie aus. Ich hab ein Skelett, fuck. Ja, die haben im Übrigen eine... Baby drowned! Was heißt drowned? Also, ich sehe noch einer, ich sehe doch mich nicht mehr ganz hinten, ich sehe mich als Zweitletzter gerade. Ja, warte. CO2, nochmal bitte, was ist das? Ja, aber, was heißt drowned? Das ist so ein Ersoffener. Ach so. Und in meiner Bude ist ein Skelett. Ja, pass auf, oben, über dir. Hast du den Trank abbekommen? Nein. Heile Julia! Ja, weil du bei mir machen die auch ordentlich Damage, und trotz dass ich eine Eisenrüstung hab. Ach, wer? Du Scheiße. Die Mobs. Ich sag nur so, das Skelett, ich hab zwar eine Dia-Rüstung, aber die macht auch beim Skelett nix. Das tut weh ohne Ende. Ja, das zieht 3 Herzen ab und tschüss. Wir müssen schlafen. Es geht nicht anders. Ich bemühe mich so schnell wie ich kann. Lock dich aus, CO2 ist gerade bei dir, der kann dein Bett nutzen. Nee, es geht mir ja gerade rum, ich brauchte ja eben das Lichtlevel. Ich brauchte ja die Nacht. Darum. Warum? Weil ich erstens schauen will, wie das bei Nacht aussieht, zweitens um auszuleuchten. Du kannst das Plugin ja schon benutzen. Ich benutze das Plugin nicht. Ihr könnt. Aber ich liege. Lichtlevel? Das Plugin hat auch noch nicht funktioniert. Ich brauche doch noch den Befehl für die Permission. Ja, aber die alle, die OP haben, können das doch benutzen. Ja, ich habe dich veräppelt. Ich habe kein OP. Der hat kein OP. Dachtest du ernsthaft, ich krieg OP von Ike? Ich habe heute. Ich habe heute auch bloß OP wegen den Plugins. Ansonsten, selbst Ike hat meistens kein OP. Nee, ansonsten. Ich würde schlafen gehen, aber da sind so ein paar Monster. Dann lock dich mal kurz aus, Justin. Nee, wenn das mit dem Plugin hier dann geklärt ist alles, dann DOP ich mich natürlich auch wieder. Oh, da haben wir wieder Sachen vergessen. Eine Hexe, die spawnt nicht. Verbrennt nicht. Okay, Darko, du bist bei CO2 in der Nähe. Gehst du mal bitte helfen? Du hast eine ich kann auch. Der ist bei deinem Baum weggestorben, nur so nebenbei, da ist die Hexe auch. Ich mach's. Warte! In meinem Haus ist immer noch ein Skelett. Okay, drin. Wenn in dem Bauwerk eine Hexe ist, es tut mir leid, aber die Frau von ... die muss jetzt sterben. CO2, ich komme. Wenn dann wirklich nur. Nee, verzaubert. Schönen Tag noch. Nein, nicht da ist das innen drin. Du hässliches Viech! Überlebt einfach das. Ich hab's überlebt. Nein, ich mein nicht. Ach so. Jetzt macht der Herz nach einem Schuss. Jetzt macht der Death Counter wenigstens gut Sinn. Weil ich die meisten Tode habe? Wann die. Wann verbringt das Skelett bitte endlich? Es ist tot. Da, ja. Es ist tot umgefallen. Boah, ey, das hat echt viel Schaden noch gemacht. Darko,
CO2 hat dich ein mit den Toten. Ihr seid gleich auf. Was? Ui. Aber ui. Was war Justin da bitte gerade? Da ist noch eins drin jetzt. Ja, ich sehe es von hier aus. Versuche meine Rüstung wieder zu holen. Da sind zwei drin, das weißt du. Ich habe nur eins gesehen. Ohne Rüstung gegen diese Viecher zu kämpfen ist etwas brutal. Bau hierzu CO2 mit irgendwas. Keine Blöcke. Oh fuck. Ich hab kein Schild mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ja, doch, vielleicht von weiter weg reinschießen. Sag mal, sagen das nicht über Männer zu Frauen? Boah, nee, das macht so viel Damage. Was wollte ich denn jetzt machen? Der hat dir gut zugehört, Ike. Ja, ich weiß. Ja, ich bin konzentriert, ich hab's aber mitbekommen. Doch, Level 30 haben wir jetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt Kisten für Lapis und für die verzauberten Bücher. Das heißt, ich kann hier zumachen. Hast du dann später da drin auch noch Platz für einen Amboss? Ja. Amboss kann ich hier drin setzen. Was war CO2? Grindstone. Schleifstein. Ja, hab ich auch hier drinne Platz. So, das ist alles kein Problem. Soll ich einen Schleifstein bauen? Kannst du gerne machen. Noch mal zwei Kisten. Gerade mal gucken. Eieieiei. Weiß gerade einer zufällig, wie man aus dem Kopf, wie man einen Schleifstein macht? Finde ich gerade nicht, das Rezept. Ich kann auch Cleanstone dafür. Ja. Cleanstone, Eisen und Sticks brauchst du auf jeden Fall. Warte, ich habe das. Ich kann ja hier in den Crafting Table gucken. Das war die Säge. Hier. Oben eine Cleanstone Slab. Boah, was geht denn bei Justin ab? Ja. Links und rechts daneben ein Stick und unter den Sticks jeweils ein Holz. Blank. Steinstufe? Steinslab. Slab. Ganz normale Cleanstone Slab. Ich bin gerade froh, dass Mob Griefing aus ist. Ich hab's knallen gehört. Er musste sein. Ich auch. Drei Creeper und Skelett bei Justin ist so die beste Idee, die loszuwerden. Kopf. Ja. So, ich werde die Aufnahme hier ganz kurz beenden.